Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Mod-Vorstellungsvideo und wir befinden uns wieder hier auf dieser wunderschönen Insel. Das ist echt so mit meine Lieblingsinsel von dem Spiel. Dürfte Takano sein, ne? Ich glaube schon. Diese wundervollen Wasserfälle. Vielleicht können wir mit einer Mod irgendwann diese Wasserfälle auch mal so einfügen, dass die ein bisschen näher dran sind. Ist echt sehr schade, dass es sowas nicht gibt. Aber ich will jetzt auch nicht zu weit abschweifen und zu viel schwärmen von anderen Dingen. Denn ich möchte mir endlich mal wieder mit euch heute eine Dinosaurier-Mod anschauen, nämlich von dem Aerosteon. Der Aerosteon kommt für den Allosaurus ins Spiel. Es kommen gefühlt relativ viele für den Allo ins Spiel, also was Fleischfresser-Mods angeht. Ist natürlich ein bisschen schade, weil man die da nicht gleichzeitig in einem Park sozusagen verwenden kann, weil man halt nur einmal den Allo ersetzen kann. Aber egal, ich lasse ihn erstmal frei. Schauen wir uns den mal an. Aerosteon. Habe ich so vorher noch nie gehört. Aber Leute, der Grund, warum ich diese Mod mir unbedingt mit euch angucken wollte, ist einfach, dass die auf den Bildern verdammt gut aussah. Jetzt läuft er gerade durch den Wald, müssen wir mal kurz abwarten. Ich zeige euch das gleich. Also die Mod sah einfach richtig gut aus auf den Screenshots. Und das tut sie auch hier in-game. Oh mein Gott. Das ist genau das, was ich liebe, Leute, an solchen Dino-Mods. Es kommen relativ viele Dino-Mods raus. Allerdings sind die von der Qualität, Auflösung und vom Model her nicht immer so mega gut umgesetzt. Und bei diesem Model hier, da sieht man, es sieht einfach richtig, richtig krass aus. Man sieht jede einzelne Hautschuppe, die Färbung sieht richtig heftig aus, das Auge ist mega cool. Was mir gerade auch schon aufgefallen ist, sind diese riesigen Klauen. Der hat drei riesige Klauen an seinen Vorderpfötchen. Nennt sich das Pfoten? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Das ist eher so ein Katzending. Und ach, diese Maserung, also diese Mod ist einfach so verdammt gut umgesetzt. Und genau das hat mich überzeugt, weil momentan gibt es echt viele Dinosaurier-Mods. Bei denen stört mich einfach, dass die so ein bisschen aussehen, als wenn sie von Amateuren gemacht wurden. Das ist halt echt so der Grund, warum ich mir die teilweise nicht angucke. Es ist zum Beispiel auch eine Godzilla-Mod rausgekommen und. Aber diese Mods überzeugen mich einfach nicht und deswegen lade ich mir die auch gar nicht runter und schaue mir die nicht an. Ich hoffe, das findet ihr nicht allzu schlimm, aber ich möchte halt auch echt nur das angucken, was mich wirklich interessiert. Und diese Mod fand ich jetzt wieder Hammer. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir die in unserem Fully Modded Park verwenden. Problem wird da wahrscheinlich nur sein, da haben wir wahrscheinlich auch schon einen Alu-Ersatz. Müssen wir dann mal gucken. Der sieht aber schon heftig aus, ne? Ah, ich habe ein doofes Standbild gemacht. Der erinnert mich schon so ein bisschen an einen Vogel. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare ein bisschen Infos über den Aerosteon schreiben. Habe ich nämlich vorher noch nie gehört. Vielleicht kennt man den ja aus irgendeiner Doku oder aus irgendeiner Serie. Oh, guck mal auf die Hände da. Das sieht so heftig aus, was der für Klauen da hat. Ich versuche mal ranzuzoomen und dann machen wir mal Go. Könnt ihr euch das mal anschauen? Das mal an. Also ich glaube, mit den Klauen kann der richtig Schaden bei seiner Beute anrichten. Ach, mega toll. Also ich bin wirklich impressed, was das wieder für eine gute Mod ist. Die ist übrigens mal wieder von, ich kann es euch gleich mal eben zeigen, von diesem Mod-Ersteller. Der hat auch schon sehr häufig richtig gute Mods gemacht. Paleo Dude 123 und Created by Jackfang Designs. Das ist tatsächlich auch, ja, bei denen habe ich schon sehr viele Mods in meinen Parks verwendet. Oder in meinem Fully Modded Park verwendet. Sieht alles so gut aus, ne? Sieht richtig professionell aus, als wenn es original aus dem Spiel ist. Hammer, ey. Sogar hier das Atmen sieht richtig cool aus. Hier sieht man die ganze Haut und so. Ah, Leute, ich bin voll im Schwärmen. Also wirklich, ganz tolle Mod. Finde ich mega sick. Auch wenn ich den Dinosaurier so vorher noch gar nicht kannte. Ich muss jetzt noch einmal ranzoomen. Guckt euch das an, Leute. Natürlich das Problem wieder, das hat man häufig bei Mods, dass die mit offenem Auge schlafen. Aber das finde ich halb so wild. Ich werde eigentlich mal kurz warten, bis er aufsteht. Das will ich mir noch angucken. So viel Zeit muss sein. Wir gucken uns auch gleich noch die anderen Skins an, weil ich glaube, die gibt es auch. Sah zumindest gerade so aus auf der Mod-Seite. Also ich finde das mega cool, dass dieser Kopf auch so eine andere Färbung hat und dann, also hier vorne zumindest, und dann dieses rote Auge. Das ist schon echt heftig. Los, schrei für uns. Hammer. Richtig cool. Lassen wir mal den nächsten frei. Also von dieser Mod kann ich wieder wirklich nur schwärmen. Die ist so toll umgesetzt. Das
jetzt der nächste Skin. Natürlich sehen wir ihn von der Schattenseite. Das heißt, wir können gerade gar nicht gucken, was der Unterschied genau ist. Oh, okay. Der ist komplett anders von der Farbe. Werden wir gleich sicherlich nochmal sehen. Ja, das sieht man ganz eindeutig. Also der ist halt eher so... Ach, wie beschreibe ich das denn jetzt? Also der war hier mehr so bläulich von der Farbe. Der ist eher so graubräunlich, würde ich jetzt sagen. Und der hat auch so eine dunkle Maserung. Und auch gar nicht diese Farbe am Kopf, ne? So wie es aussieht. Ist leider auch gerade im Schatten, aber wir können es den gleich nochmal gemeinsam mit seinen ganzen anderen angucken. Ich lasse direkt den nächsten frei, Steppe. Ich glaube, insgesamt haben wir 6 Skins. Sollte relativ schnell gehen. Okay, der ist auch anders. Boah, der sieht auch cool aus. Oh mein Gott. Also der ist eher so braun-rötlich, schon so ein bisschen. Und da oben hat er auch rot und dann dieses knallig rote Auge. Sieht schon heftig aus, ne? Ich bin wirklich beeindruckt. Das ist echt seit langem die Dino-Mod, die mich am meisten angesprochen hat. Und sie hat mich nicht enttäuscht. Also wirklich nicht. Sieht schon mega cool aus. Hammer. Jetzt können wir ihn nochmal kurz angucken. Auch wenn er jetzt wieder... Nee, man sieht ihn sogar. Sieht auch cool aus mit dem roten Auge. Die Animationen sehen auch alle echt gut aus. Cool. Richtig, richtig cool. Nächster ist Wüste. Bin ich auch mal gespannt. Wow. Machen wir direkt Stoppbild, dann können wir uns den angucken. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Okay, hier ist das Auge auf jeden Fall ein bisschen dunkler und nicht so knallig. Aber die Farbe sieht ja auch so cool aus. Also ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also die Qualität ist halt so heftig. Man sieht jede einzelne Schuppe. Das ist einfach richtig krass. Und die Maserung sieht mega gut aus. Die hat so hohe Qualität, die Mod. Das ist einfach das, was mich überzeugt. Auch wenn ich den Dino halt nicht kenne. Aber ich finde es mega. Also wirklich. Es sieht so gut aus. Also ich kann da gar nicht genug schwärmen. Ich will aber die anderen auch noch schnell freilassen. So, das dürfte... Welche hatten wir jetzt gerade? Machen wir mal ganz schnell zusammen. Das ist ja kein Problem. Ich habe nämlich hier auch noch eine andere Mod installiert, dass das hier ausbrüten schnell geht. Machen wir das mal eben. Und zack. Perfekt. Und der nächste, das ist Sumpf. Sumpf ist ja meistens eher so ein bisschen grünlich-bräunlich, würde ich jetzt sagen. Natürlich wieder die Schattenseite. Aber wir machen gleich einfach den hier. Dann sehen wir ihn perfekt. Okay. Hier haben wir wieder so ein knalligeres Auge. Und hier ist tatsächlich so ein bisschen grün-bräunlich drin. Und so auch so weiß. Oh, das... Sieht schon echt so krass gut aus. Hammer. Also wirklich, ich kann gar nicht genug schwärmen. Ich weiß, ich habe jetzt schon die ganze Zeit geschwärmt, aber das ist wirklich eine Mod. Besser geht's nicht von der Qualität. Küstengebiet ist der letzte. Na komm. Uns direkt den Skin angucken. Okay, der hat so ein bisschen lilane Akzente drin, kann das sein? Ja, das ist so ein bisschen lila. Cool. Hier am Mund. Aber hier ist ganz leicht pixelig, die Zunge und so, aber das finde ich gar nicht schlimm. Also die Qualität von der Mod ist einfach nur heftig. Also wirklich. Der ist auf jeden Fall so ein bisschen lila farbend. Finde ich aber cool, dass die alle Unterschiede haben. So Leute, jetzt dürftet ihr gleich hier die Animation nochmal sehen, wenn er einen kleinen Pflanzenfresser legt. Sieht zumindest gerade so aus, als wenn er gleich hier kommt. Ich weiß es nicht. Na, da kommt er. Perfekt. What is going on? Okay, das war ja mal komplett verbuggt. Das müssen wir nochmal testen, Leute. Haben wir hier gerade noch ein Exemplar? Ja. Hier ist sogar noch einer. Oh, hier geht es so direkt los. Perfekt. Also, wenn das so verbuggt ist, das ist ja doof. Dann gibt es auf jeden Fall Abzüge für die Note. Mein Schwärm geht gerade zurück, Leute. Aber deswegen teste ich auch immer alles. Das ist wichtig. Jetzt bin ich aber gespannt. Boah, tatsächlich. Kommt das denn zustande? Okay, das ist ja doof. Der hat Magic zum Töten. Mit seinen roten Augen hat er einfach Laserblick gemacht. Das ist ja krass. Was macht er denn jetzt? Die Animationen sehen auch irgendwie anders aus. Oder bilde ich mir das jetzt ein?
Ich habe keine Ahnung, Leute. Also ihr könnt es gerne mal reinschreiben. Das habe ich ja noch nie erlebt bei einer Mod. Ich lasse mal noch andere Pflanzenfresser frei und dann schauen wir mal, wie das da aussieht. So, Leute, ich habe jetzt mal einen Ankylosaurus freigelassen. Ich bin jetzt echt gespannt, ob das hier bei den Animationen auch so doof ist oder ob das nur bei den ganz kleinen Pflanzenfresser der Fall ist. Das sieht schon heftig aus, ne? Guck mal mit den Krallen jetzt, wie er die nach vorne richtet. Okay, hier geht die Animation. War eigentlich ganz okay. Oh, der Hieb hat auch total gesessen am Kopf. Das war perfekt. Er hat gerade bei dem Biss nicht ganz getroffen, aber das machen die Original-Dinosaurier aus Jurassic World Evolution teilweise auch nicht. Das finde ich gar nicht so schlimm. Aber der Hieb, der trifft richtig gut. Also das passt. Wie kann denn das gerade sein? Gewinnt der gerade? Tatsächlich. Seit wann gewinnt ein Ankylosaurus gegen einen Allosaurus? Oh mein Gott, jetzt seht ihr auch mal, so sieht der tot aus. Aber die Animation sah ja sick aus mit der Keule. Also das finde ich gerade krass. Warte mal, was ist denn mit dem Anki los? Habe ich da irgendwie Mods drin gehabt? Muss ich jetzt mal eben checken, weil das finde ich ein bisschen verwirrend, wenn ich ehrlich bin. Nee, der ist ungemoddet. Seit wann gewinnt ein normaler Anki gegen einen? Oder wurden die Werte auch verändert von dem? Irgendwie finde ich hier gerade immer mehr über diese Mod heraus, habe ich das Gefühl. Ah, da, Angriffsgene, 107. Hä, der hätte doch niemals gewinnen dürfen. 95, 75. Okay, ein Ankylosaurus ist ganz schön stark von den Standardwerten. War das schon immer so? Okay, Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Wurde der gebufft oder war der immer schon so? Ach nein, ich könnte mir vorstellen, dass das... Ah, Leute, ich glaube, das liegt an der Mod, die ich installiert habe, damit die sich schneller ausbrüten. Oh, okay. Ich glaube, daran liegt das. Weil ich habe noch Jurassic World Revolution installiert. Das ist so eine Mod, die halt dieses Instant-Hatch da reinbringt. Hier dieses. Dass man schnell ausbrütet. Und die verändert auch viele andere Dino-Werte und sowas. Und ich denke mal deswegen, oder daran lag das jetzt gerade. Ja, jetzt müssen wir mal eben gucken, ob die den jetzt hier überhaupt tot kriegen oder nicht. Schauen wir uns jetzt erstmal nochmal den Biss an. Den sehen wir hoffentlich gleich. Ja, der... Könnte ein bisschen besser sein, ist aber jetzt auch nicht mega schlecht. Die Keule sitzt dafür umso besser, also das finde ich sehr verwunderlich. Okay, krass. Also ich bin jetzt gespannt, ob der zweite sich durchsetzen kann. Ich glaube aber irgendwie auch nicht. Wobei? Na doch, er schafft es hier, perfekt. Kopf ist unten und jetzt sehen wir die Kill-Animation. Okay, die sah verdammt gut aus. Also die hat auf jeden Fall... gut gepasst. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich habe das Gefühl, die Animationen wurden irgendwie geändert. Aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Ich bin mir da echt unsicher. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde die Mod trotzdem verdammt gut. Ah gut, bis auf die eine Sache natürlich mit den ja, Aero-Ornotimimus oder wie sie heißen. Archeo-Ornithomimus heißen sie, ne? Also mit den kleinen Pflanzenfresser. Das sah natürlich ein bisschen doof aus, aber ansonsten ist die Mod wirklich sick. Ihr könnt gerne mal ein paar Infos über den Dino droppen, wie gesagt. Und ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, ob ihr auch glaubt, dass sich da irgendwie was geändert hat an den Animationen, weil irgendwie wirkt das so ein bisschen für mich so. Aber wäre natürlich cool, wenn die Mods jetzt auch schon so einen Schritt machen, dass sie wirklich auch die Animation und sowas ein bisschen anpassen. Weil das ist natürlich so der Schritt in die nächste Richtung, dass wir dann auch richtig krasse andere Dinosaurier bekommen können. Unter anderem zum Beispiel vielleicht den Terizinosaurus, der dann auch mit seinen Klauen zuhaut oder so. Wäre ja so ein kleiner Traum von mir. Aber egal, Leute. Das war auf jeden Fall die Aero Steon Mod. Hat mir richtig gut gefallen. Optisch wirklich eine 1+. Von den Animationen natürlich nicht ganz eine 1+, aber trotzdem noch ziemlich cool. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr die Mod findet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst ein Däumchen da, dann weiß ich Bescheid. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns wahrscheinlich nachher noch. Macht's gut, haut rein. Bleibt gesund, euer Dandy.